Die Körpersprache ist ehrlicher als Worte. Wenn Sie wissen, wie man Körpersprache interpretiert, können Sie erkennen, wann derjenige, der zu Ihnen spricht, lügt. Man kann auch seine Absichten und Stimmungen verstehen. Bis zu 93% der Informationen, die Sie übermitteln, sind nicht verbal. Es geht um den Tonfall der Stimme, Augenbewegungen, Pose, Gestik und Mimik. Das Merkwürdige ist, dass die Körpersprache für Männer und Frauen zwar unterschiedlich ist, aber für verschiedene Völker und Kulturen die gleiche ist. Wut, Glück, Ekel, Traurigkeit, Angst und Überraschung, diese 6 Gefühle werden von Menschen aus aller Welt gleichermaßen ausgedrückt, unabhängig von Sprache und Kultur. Nun, woher wissen wir, was jede Geste symbolisiert? Die Körpersprache wird seit mehreren hundert Jahren untersucht. John Bulwer war der erste Forscher, der vor 350 Jahren beschloss, die Handsprache zu analysieren. Dann gab es eine Chirologie oder eine Studie über die Beziehung zwischen Handbewegung und Charakter. Natürlich ist Körpersprache mehr als Handsprache, aber damit hat es angefangen. Auch in diesem Video haben wir uns entschieden, die Bewegung und die Haltungen nur eines Körperteils zu betrachten. Wir wurden sehr neugierig darauf, was unterschiedliche Beinhaltungen bedeuten. Haben ich euer Interesse geweckt? Nachdem Sie dieses Video gesehen haben, erfahren Sie, wie Sie verschiedene Beinpositionen interpretieren können. Schauen Sie sich also diese 5 Positionen genau an und lernen Sie etwas Neues über sich selbst oder lernen Sie, andere zu verstehen, indem Sie die Stellung Ihrer Beine beobachten. Standpunkt A: Menschen, die ihre Füße gerne in dieser Position belassen, sind oft sehr zögerlich und penibel. Außerdem sind sie verärgert, dass sie nichts dagegen tun können. Sie überschätzen oft ihre Stärke und Fähigkeit. Sie sind introvertierte Menschen, die lärmende Unternehmen nicht tolerieren und gerne Zeit allein verbringen. Sie haben jedoch ein sehr gutes Verständnis für Menschen und sind in der Lage, eine genaue Analyse durchzuführen. Standpunkt B: Menschen, deren Füße die meiste Zeit in dieser Position verbringen, sind von ihrer Stärke und ihren Fähigkeiten überzeugt. Man kann mit Sicherheit sagen, dass dies Führungspersönlichkeiten sind, die bereit sind, für ihre Karriere viele Opfer zu bringen. Sie mögen einen schnellen Wechsel der Ereignisse, sie können die Monotonie nicht ertragen. Diese Beinsituation ist in Europa und Asien sehr verbreitet. Standpunkt C: Diese Menschen werden oft zu Unrecht der Unachtsamkeit und Nachlässigkeit beschuldigt. Obwohl sie eigentlich mit geschlossenen Augen finden können, was sie brauchen. Sie haben ihr eigenes Verständnis von Ordnung und dem Leben im Allgemeinen. Ihr Hauptmangel ist ihre Unfähigkeit, sich lange Zeit auf etwas zu konzentrieren. Sie lassen sich leicht von verschiedenen Dingen ablenken. Standpunkt D: Menschen, die diese Position bevorzugen, sind aufrichtig und geradlinig. Sie haben Eigenschaften wie Genauigkeit und Pedanterie. Manchmal achten sie zu sehr auf eine perfekte Ordnung. Diese Leute verhalten sich ein wenig kalt, aber hinter dieser Maske verbirgt sich ein Herz aus Gold. Standpunkt E: Diese Menschen sind eingesperrt und verschlossen. Sie sind sehr empfindlich für Kritik, sodass sie nicht den geringsten Vorwurf dafür ertragen können. Freunde sollten auf keinen Fall ihre verletzliche Seele verletzen, wenn sie gute Beziehungen zu ihnen pflegen wollen. Ich hoffe, Sie haben viel über sich und die Menschen um Sie herum gelernt. Sagen Sie mir in Ihren Kommentaren, ob die Beschreibungen zutreffen.